Frühlingszeit ist Schwingerzeit. Das war einmal so ein Ansatz, den ich jährlich in jedem Schwingfest gemacht habe. Aber nur bei schönem Wetter. Und jetzt sind wir hier zu Trübach am Rintal-Oberländischen Verbandschwingfest. Und ich muss schon sagen, Haut ab vor den Schwingern, die hier antreten. Es ist kalt, es ist neblig, hat fast oben abgeschneit. Und es ist nicht gerade angenehm zum Schwingen. Und trotzdem staune ich, dass schon so viele Zuschauer da sind. Es warten alle jetzt schon bereits auf die Spitzengänge, die wir hier haben. Wir werden vor allem die Spitzengänge ein bisschen verfolgen, die Favoriten. Es ist hier der Orli Kamon von den Bündner. Der hat das Fest auch schon zweimal gewinnen können. Dann haben wir hier den Schneider Dominik. Er hat das letzte Jahr gewinnen. Im Schlussgang die Altstädte gegen den Schneider Mario. Die beiden sind heute auch wieder da. Dort hat der Schneider Dominik gewinnen, sein Bruder noch. Und dann aber später auf der Schwegalp hat der Schneider Mario, ganz überraschend, seinen Bruder können ins Segmeli betten. Dann haben wir weiter hier den Ott Damian. Dann haben wir weiter hier den Roth von Herisau, alles Eidgenossen. Und natürlich unser Lokalmatador. Er schwingt für den Schwingclub Mels, ist der Gott. Und er wird dann anschwingen, eben mit dem Rot. Dann haben wir noch den Ott Damian, den ich schon erwähnt habe. Leider der Schlegel Werner von den Toggenburger nicht da, hat müssen abmelden wegen Verletzung. Und der Rebsamen, ebenfalls aus dem Toggenburg, ist gerne nicht abgemeldet gewesen. Aber es sind gleich 5 Eidgenossen da und da freuen wir uns auf spannende Gänge. Und dann haben wir natürlich noch unsere Lokalschwinger, der V. Schettil vom Schwingclub Wartau und vom Gabserberg. Er schwingt auch für den Rintal-Oberländischen Schwingerverband. Da ist der Gassenzer Christian. Die werden wir natürlich auch ein bisschen im Auge behalten. Aber wie ich schon gesagt habe, die Hunde hat man heute Morgen sehr wahrscheinlich nicht rausgelassen. Aber die Zuschauer sind raus mit ihren Regimentern. Und die Schwinger haben sich hier warm gemacht, damit sie möglichst verletzungsfrei durch den Tag kommen. Das ist nicht ganz ungefährlich bei dem Wetter, wenn es so kalt ist. Und es ist ganz wichtig, dass sich die Schwinger auch gut einturnen, einlaufen und so dann eben warm ins Segmel kommen, dass sie nachher wieder nach dem Gang, wo 5 Minuten geht, wieder an die Wärme. So viel einmal für den Anfang. Jetzt warten wir gespannt auf die ersten Gänge von unseren Lokalmatadoren und natürlich von den Spitzenschwingern. Mario ist von Waldstadt, den Appenzeller. Das sind beides junge Schwinger, die letztes Jahr zu den Aktiven übertreten sind. Und die haben bereits können letztes Jahr einen Kranz machen. Jetzt ist der Daniel, der Christian gerade unten hin. Und muss schauen, dass er da rauskommt. Der Bösch hat können am Appenzeller den ersten Kranz machen letztes Jahr. Und der Gassenzer Christian beim Bündner. Klarner, Kantonale. Also zwei Jungspunde. Jetzt ist er schon wieder unten hingegangen, auf einen Gammenigkeit. Jetzt sieht es nicht so gut aus. Der mit dem dunkelblauen Hemd ist der Bösch oben hin. Aber der Gassenzer ist gewährig. Er ist ein bisschen untersetzter. Der Bösch hat eher die kräftige Postur. Aber der Gassenzer ist ein Wieselflinke, abwehrstarker Sennenschwinger. Muss sich gut zu verteidigen weiss und auch sich nicht scheucht, in Angriff rüberzugehen. Dann sieht man auch, dass dunkle Schwinghosen anhaben und helle. Die hellen Schwinghosen haben die im Alphabet vorne dran. Also der Bösch kommt im Alphabet vorne dran, darum hat er die Hellhosen an. Und der Gassenzer kommt hinter dem Bösch im Alphabet, darum hat er die Dunkelhosen an. So ist für die Zuschauer eine Hilfe, dass sie können die beiden Schwinger unterscheiden. Ja, der Bösch sucht mehr. Jetzt hat er gerade Blatt auf einen Hüfter verloren. Der Bösch hat ihn schön können abhüftern und der Gassenzer Christian muss sich leider das Segmel vom Buckel abwischen lassen.
auf dem Platz 1 kommt jetzt eben der Lokalmatador vom Schwingclub Wartau, der Faust Schettil. Er ist der im hellen Hemd und der hellen Hose. Und der Kuster Thomas, er schwingt für die Appenzeller vom Schwingclub Geiss. Der Kuster Thomas ist ein Teilverbandskranzer und der Faust Schettil ist ein normaler Kranzer. Was ist der Unterschied? Ein normaler Kranzer, der hat ein Kreuzchen hinten am Namen auf dem Schwingerliste. Und die haben irgendwann am Kantonalfest schon 1, 2, 3, 4, 5 Kränze können machen, aber noch nie an einem Teilverband, also an einem NOS oder an einem Bergfest wie auf der Schwegalp. Der Kuster Thomas hat schon können, einen Teilverbandskranz gewinnen können, an einem NOS hat er seinen Kranz können machen. Und so hat er zwei Kreuzchen hinter seinem Namen. Und er ist natürlich da jetzt auch stärker einzuschätzen, der Faust Schettil. Er ist Untersetzter, aber der Faust Schettil mit seiner Größe kann den durchaus auch bezwingen. Haben übrigens Schwinger, haben viele so Spezialschwinger. Der Faust Schettil tut gerne kurze, also anzüchen, in die Höhe nehmen und dann ins Segmel versuchen zu betten. Der Kuster Thomas tut eher mit den Beinen arbeiten. Er geht gerne im Brienzer rein, das heisst, mit seinem Bein tut er gerne einhängen und dann versuchen den Gegner, jetzt hat der Faust wieder kurz zu ziehen. Jetzt sehen wir wieder, wie der Kuster schwingen will. Jetzt hat aber der Faust sehr gut können. Kondon gewinnt den Gang. Super Stab für den Faust Schettil. Wenn er natürlich einen Teilverbandskranzer schon gewinnen kann, ist das ein super Stab für ihn als Einheimischen. Und da dürfen wir noch gespannt sein, wie die weiteren Gänge ausgehen. Wir kommen zum ersten Spitzengang mit einem Eidgenoss, der Ottamian von der Reihe. Er ist einer von diesen drei Toggenburger Eidgenossen. Ottamian, Rebsamen, Marcel und Schlegel. Er ist der einzige von den Toggenburger Eidgenossen, der heute hier ist. Er schwingt jetzt gegen den Thurgauer Schneider Mario. Schneider Mario kommt von Rotenhausen, ist ein Thurgauer. Er ist noch kein Eidgenoss. Aber schwingt natürlich schon wie ein Eidgenoss. Ich muss nur daran erinnern, dass der Schneider Mario letztes Jahr auf der Schwegalp oben das Bergfest gewinnen konnte gegen seinen Brüder. Und beide sind auch schon mehr da im Interloberländischen Teilverband Schwingfest. Der Schneider Mario typisch mit seiner Postur. Scheint eher ein schwerfälliger zu sein, aber oha, wartet nur, bis der den sieht, wie der den auch aus dem Griff raus kann. Ottamian ist gross gewachsen, eher ein schlanker Schwinger. Und beide sind Zennenschwinger, wie man sieht. Also sie haben blaue, farbige Hemden und dunkle Hosen. Turnerschwinger haben ja weiße Liebli und weiße Hosen an. Ja, jetzt ist es ein Abtasten. Der Ott versucht es wieder mit dem Haken und bringt ihn in die zweite Lage und kann gewinnen. Das ist sehr wahrscheinlich ein 9,75, weil er ihn sehr schwul hat können am Boden bringen, aber nicht platt auf den Rücken, sondern nicht nur nachdrücken. Ja, sehr wahrscheinlich ein 9,75. Und jetzt komme ich zu den Noten der Verlierer. Sehr wahrscheinlich hat der Schneider Mario hier nur ein 8,5, weil er noch wenig gezeigt hat. Wenn er schon bereits auch aktiver geschwungen hat, hat er ein 8,75 als verlorener Gang. Aber da ist sehr wahrscheinlich ein 8,5 und Damian ein 9,75. Unverkenntlich der Schneider Dominik, wenn er im Platz hier läuft. Und Orli Kamon. Orli Kamon, Eidgenoss aus dem Bündnerland. Wohnt jetzt zwar in Rapperswil, aber er schwingt noch für die Bündner. Und der Schneider Dominik, Brüder von Mario, er ist auch Eidgenoss. Publikumsliebling an jedem Schwingfest, weil er alle gefreut, flott auftreten hat und mit den Zuschauern auch noch ein bisschen spielt. Jetzt der Orli kam und sich bereits, schon recht. Der Schneider muss recht in die Defensive und versuchen, den Zug zu heben. Jetzt fällt auf, dass beide helle Hosen haben. Sind beide sehr Sennenschwinger. Da hat irgendeiner die falsche Hose an. Der Schneider Dominik müsste die dunklen Hosen eigentlich nehmen. Aber vielleicht jetzt kann ich keine in der Größe. Ob kann ja sein, so hat er einfach eine helle Hose noch. Aber sonst müsste er die dunklen Hosen anhaben. Orlig zücht wieder. Aber dort muss er recht rupfen auf die B-Seite, bis er die 150 Kilo nach links oder nach rechts
richtig Segmel bringen. Das sind übrigens Schwinger vom Kanton Graubünden, Kanton Thurgau, Appenzell und St. Gallen da, wo als Gastschwinger da sind, St. Gallen natürlich nicht. Und vom Kanton St. Gallen ist der Schwingclub Rintal Oberland, dann St. Gallen selber, Rapperswil und Umgebung und Toggenburg. Das sind die vier. Jetzt ein Züchterlich. Jetzt ist er in einer heiklen Situation, der Schneider Dominik. Jetzt, was macht er, Armon? Er probiert es, bringt ihn in die Seite. Ja, das sieht nicht gut aus jetzt für den Schneider Dominik. Er hat zwar eine starke Brücke, man sieht, wie er verhebt. Aber der Armon lässt hier nicht zurück. Und da wird es schwierig sein für den Schneider Dominik, da aus dieser Situation rauszukommen. Geduldig wartet der Armon, lässt natürlich nicht los. Und wartet, bis er zermürbt, den Schneider Dominik muss hören. Das würde mich jetzt überraschen, wenn der Schneider Dominik da aus dieser Situation noch rauskommt. Aber er hebt noch. Armon versucht, seinen Körper einzusetzen. Jetzt hat er ihn ganz gut. Jetzt hat er ihn noch zwischen den Beinen. Also da wird es schwierig für den Schneider Dominik da rauszukommen. Der Armon wird da wohl sicher nicht mehr schauen lassen. Das gehört natürlich auch dazu, nicht überhastet so einen Gang zu machen, sondern jetzt in dieser Situation Geduld zu bewahren, solange die Zeit noch langt. Und das macht jetzt der Armon. Und jetzt lässt er nach, hat er seine Brücke eindrücken und gewinnt so am Boden mit dem 9,75 auf dem Notenblatt. Schneider Dominik muss da, ohne dass er viele können machen, klein beigeben. Starken Auftritt vom Armon Orlik. Bin gespannt, wie es da weitergeht im Laufe des Tages. Ja, wir kommen jetzt bereits zu den Spitzenpaarungen im zweiten Gang. Und da sehen wir jetzt den Schneider Mario auf Platz 2. Er tritt da gegen den Bollhalter Manuel. Der Bollhalter kommt Florwil im Toggenburger Teilverband, Toggenburger Verband. Der Mario hat ja den ersten Gang verloren und der Bollhalter hat den ersten Gang gewonnen. Jetzt wird er so eingeteilt, dass die, die im ersten Gang Gänge können gewinnen können, gegen die Spitzenleute antreten müssen, die den ersten Gang eben gestellt oder verloren haben. Schneider Mario hat ja den ersten Gang verloren mit dem Ott Damian. Und jetzt zieht er kurz und bringt den Bollhalter in eine hörliche Seitenlage. Und doch gibt es von mir aus gesehen kein. Ja, ja, jetzt ist das Gewicht von Mario stärker als der Bollhalter seine Abwehr. Und er kann ihn so am Boden überdrücken. Einer ein Ringensieg für den Mario gegen einen Kranzer aus dem Toggenburg. Koltis ist ein Teilverbandskranzer, also er hätte da bereits können an einem Teilverband, an einem Bergfest oder an einem NOS bereits können einen Kranz gewinnen. Und jetzt muss er da natürlich gegen den Eidgenoss Kilchberg-Sieger Rotamian antreten. Ja, hat eine gute Postur, der Kolb. Kommt eben auch vom Turnen her, zeigt da schon seine Bekleidung mit dem weißen Gewand, Turnerschwinger. Und er hat schon recht gute Erfolge auch im Nationalturner können machen. Auch er versucht anzugreifen, aber jetzt sucht er dort. Bringt ihn in die Seitenlage. Aber der Thies mag sich hier gut ausdrehen und so wird wieder frisch gegriffen. Jetzt sucht dort wieder. Oh, nein, es war ein Konter vom Kolb. Herrschaft noch einmal, das war jetzt eine Überraschung. Er kann eine Platte, sag mir nicht, legen. Oh, Damian. Und da gibt es 10 für den Kolb Thies. Ja, der schafft sich führen hier in der Rangliste. Bin gespannt, wie das weitergeht heute Nachmittag, wer er hier im dritten Gang überkommt. Es ist das gleiche Ritual. Nimmt Wasser raus, klebt sich sein Gesicht und spritzt noch ein bisschen rum. Er hat ja den ersten Gang verloren. Gegen den Holly Kamon und kommt jetzt drüber mit dem Kurmann Patrick, das ist ein St. Galler von Wiel.
Der Vater war Präsident vom St. Galler Kantonalen Schwingerverband. Ja, das ist aber kurz gegangen. Überspringli und der Kuhn und Patrick liegt schon auf dem Rücken. Das war ein Ringegang für den Schneider Dominik. Zehni, Blattwurf und der andere kommt dann 8-5 über. Gut, Marco mit dem Kolb Kilian, das ist wieder ein Thurgauer. Ein Bruder vom Kolb Dies. Der Gut Saganserländer, Schwingclub Mels, Eidgenoss. Er kommt mit dem Kranz rüber. Also der Kilian Kolb hat noch nicht die Auszeichnungen, die sein Bruder hat. Und wenn der Gott da noch etwas will mitreden um den Festsieg oder um den Spitzrang, dann muss er den Gang dann schon gewinnen. Er hat ja den ersten Gang gestellt mit dem Rot Martin. Gott versucht es all wieder am Boden unten. Seinen Gegner aufzunehmen. Aber der Kolb Dies weiss sich da schon zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass da etwas Gescheites gibt. Versucht jetzt kommen, in einen guten Griff hier der Gott. Jetzt hat er ihn oben im Gurt und versucht ihn jetzt sicher aufzunehmen. Aber das wird nicht so einfach sein. Jetzt versucht er aufzunehmen und überdrehen. Mit dem Fuß versucht er oben am Arm einzuklemmen. Ja, er versucht es nochmal aufzunehmen und auf die Seite abzuleeren. Dies Kolb mag sich halt jetzt ist gestellt. Kampfricht hat abgerufen, vor dem Zug noch fertig geschwungen war. Jetzt werden wieder Kräfte gesammelt. Wer zücht das Erste? Das ist Orlik. Er zücht Orlik kurz. Bringt ihn in die Seitenlage und einen Blattwurf. Herrlich gsi. Ja, der Amon ist im Schuss heute. Zwei gute Gänge gezeigt. Im ersten Gang gewonnen mit dem Schneider Dominik. Und jetzt mit dem Koch. Wenn wir kurz ein Fazit zücht nach den ersten zwei Gängen. Ist der Ole Kammer mit zwei gewonnenen Gängen sicher der, der die Rangliste Spitze ziert und natürlich als Favorit in die nächsten Gänge geht. Erfreulich aber auch der Faust Schettil, der zwei gewonnene Gänge hat. Einen mit dem Kuster Thomas und den zweiten Gang haben wir eben gerade nebenzu nicht können mitverfolgen. Und jetzt kommt in der Faust Schettil sicher einer von den Spitzenkönner über. Würde mich nicht überraschen, wenn er einen von den Eidgenossen überkommt. Mal schauen. Jetzt hat man noch fast den Schneider Mario verpasst, der hier seinen dritten Gang macht. Er hat hier nicht ganz. Oh, haben wir gerade Zeit gehabt. Ein Blattwurf, eine Zehni. Er hat hier einen Nichtkranzer gehabt. Der Koller Silvan von Wiel. Ja, das war ein kurzes Gängli. Hier haben wir gerade noch den anderen Eidgenoss, der zwei gestellte Gänge hat. Der jetzt sogar gewonnen hat, der Rot Martin. Er hat es auch eher mit einem leichten Gegner bekommen, aber er hat sich jetzt da gleich noch etwas länger müssen abmühen. So damit gewinnt der Rot Martin seinen ersten Gang. Nach seinen zwei eher müde Gestellten hätte er den jetzt für sich entscheiden können. Wir kommen jetzt zum Spitzengang vom dritten Durchgang. Da sehen wir den Faust Schettil, der mit zwei gewonnenen Gängen vorne an den Spitzen anzutreffen ist. Er kommt mit dem Bündner Pierre Christian über. Er kommt von Davos Sertig. Er ist ein Teilverbandskanzer, hätte einen Gang müssen stellen, den zweiten hätte er können gewinnen. Und so damit entscheidet sich jetzt da, wer weiterhin an den Spitzen ist. Und der Pierre kann sich natürlich, wenn er will, vorne mitmischen, muss er den Gang natürlich für sich entscheiden. Jetzt zücht er kurz. Au, Blatt verloren. Blatt verloren, Faust Schettil. Ja, es gibt nur ein 8-5. Biesch hat sicher eine 10. Gäste kommen gerne hierher. Schwingen gerne hier.
wird im Formstand geprüft, wie man hat trainiert über den Winter. Und jetzt auch der Ott Damian. Oh, das war aber ein kurzes Gastspiel gewesen. Der Ott Damian im ersten Zug. Gewonnen mit dem, muss ich gerade noch schnell schauen, mit dem Mösli Marcel, ein Appenzeller Kranzer aus Geiss, hat da schnell müssen die Überlegenheit von Ott Damian anerkennen. Der Ott mit dem Zehner wieder auf Aufholbedarf, er hat seinen zweiten Gang überraschenderweise verloren. Und jetzt haben wir gerade den nächsten Spitzengang, Schneider Dominik, wie immer. Das ist alles herrlich zu schauen, wenn der auf den Schwingplatz kommt. Er ist wieder parat. Der Schneider Dominik kommt mit dem Bertsch Fabian, das ist der Melser, Lokalfavorit vom Schwingclub Mels. Und bereits im ersten, nein, das haben sie noch nicht gegeben, es war zu wenig klar gewesen. Schneider zücht wieder, leert auf die Seite und jetzt war es gut gewesen. Das war gut. Ja, Kampfrichter Gitterkampf. Da ist der Zeni. Das ist Schneider Dominik. Bertsch Fabian hat noch nicht viel zeigen, also nur ein 8-5. Und schon kommen wir zum nächsten Spitzengang. Orlik Amon, er kommt mit dem Kolb Dies über. Der, der ganz überraschenderweise den Ott im zweiten Gang können auf den Rücken legen. Orlik Amon sehr überzeugend, zwei gewonnene Gänge. Schneider Dominik können gewinnen im ersten Gang. Und auch er zieht gerade sofort wieder und bringt den Kolb Dies bereits in eine Seitenlage. Kolb Dies geht in die defensive Haltung, er lässt die Hand kallen und schon zieht Orlik wieder. Jetzt ist aber, jetzt hat er ihn ganz gut. Ja, das war gut gewesen. Jawohl, ich sehe es hier gut von oben runter. Kampfrichter hat es auch so gesehen und so gibt es sehr wahrscheinlich nur 9,75 für den Orlik Amon, weil es nicht ganz ein Plattwurf war. Und Kolb Dies hat sehr wahrscheinlich nur 8,5. Ah, der Kolb Dies ist nicht ganz einverstanden, er ist nicht zufrieden. Er verwirft Hose. Wir sind hier bereits im vierten Gang vom V. Schettil. Der V. Schettil hat zwei gewonnene und einen verlorenen Gang gehabt, gerade im dritten Gang verloren mit dem Biesch. Jetzt hat er einen Nichtkranzer bekommen. Dann hat der Jäger Matthias von Herisau einen Nichtkranzer. Und das sollte eigentlich, wenn man die Posturen schon vergleicht, eine klare Sache geben für den V. Schettil. Da wäre natürlich wichtig, dass er den Gang jetzt gewinnt, dass er weiterhin könnte im Spitzenfeld mithalten. Er hat zwei gewonnen und einen verloren. Genau gleich wie der Jäger Matthias Soda, ist aber noch ein ganzer Jungschwingerli. Aber die trügen den manchmal. Gerade wenn man so körperlich überlegen ist, wie in dem Fall der Fausch Schettil. Ja, jetzt hat er ihn aber sicher unten. Er sollte fast eine Zehni machen, aufnehmen und nein, geht nicht. Er mag sich ausdrehen. Jetzt hat er ihn können übertreiben Boden. 9,75. Wir kommen zu den Spitzengängen im vierten Umgang. Und da haben wir jetzt den Schneider Mario. Er schwingt gegen den Ullmann Fabian. Der Ullmann Fabian ist recht weit vorne klassiert. Nämlich im dritten Rang. Er hat drei gewonnene Gänge. Dreimal mit 9,75. Mit 29,25 Punkten ist er auf Rang 3. Und der Schneider Mario ist natürlich ein bisschen weiter hinten. Aber auf Papierform würde er ausgehen, dann müsste hier der Schneider Mario sicher gewinnen. Und er greift da schon an. Der Ullmann Fabian ist ein Kranzer von der Schwingclub Mittelrinntal. Schneider Mario ein Teilverbandskranzer von der Thurgauer. Er hat ja im letzten Jahr eben den Schlussgang verloren mit seinem Bruder. Jetzt hat der
Schneider Mario können lehren. Aber es ist am Platzrand und so damit muss er auf wieder in die Platzmitte. Ist da nicht ein grosses gegangen, außer dort am Platzrand. Jetzt aber da kommt das Leere. Okay, und jetzt hat er ihn in einer guten Situation und da gibt es keine Entrinne mehr für den Ullmann Fabian. Das macht er fertig. Gibt den 9,75 für den Mario. Und der Ullmann, weil es nicht so lange gegangen ist, wird er wohl nur einen 8,5 bekommen. Aber er muss jetzt gleich noch ein bisschen machen. Fabian mag es noch lang geben. Aber da sind fast 150 Kilo von oben hin. Das wird nicht mehr lang gehen. Jetzt gibt es den Kampfrichter. Und sage jetzt mal, das Leiden hat er nicht. Nebenzu haben wir jetzt den Ott. Auch in einer Seitenlage, aber ist schon Platzrand. Jetzt wird in der Kampfrichter. Was macht er dort? Er ruft Halt, muss wieder in die Platzmitte. Und der muss jetzt natürlich den Ott Damian, wenn er noch will, etwas mit der Spitze zu tun hat bis zum Schluss vom Nachmittag, muss er den natürlich gewinnen. Und der Witter will er um. Er könnte natürlich seinen Spitzenplatz mit einem guten Resultat verteidigen. Bleiben wir noch auf dem Gang. Jetzt zieht der Ott wieder. Kann nicht leeren. Und so muss wieder gegriffen werden. Während dem nebenzu ein weiterer Gang, Spitzengang ist, nämlich Schneider Domenik, haben wir gerade gehört. Gegen den Wetter Silvan, ein Utzwiller, ein Kranzer. Und der Schneider Domenik hat den schon dingfest gemacht, den Boden im ersten Zug. Und auch da gibt es, wie vorher beim Brüder, keine Entrinne mehr. Also da, wenn der noch rauskommt, wäre es ein Wunder. Der Mann Domenik gibt sich Zeit, hebt ihn fest im Griff. Und jetzt ist das Leiden auch bei ihm zu Ende. Für den Utzwiller und Schneider Domenik holt Boden auf und kommt wieder vorne an die Spitze. Ja, Damian, mit dem verlorenen Gang, mit dem Kolb Dieska. Also wenn er will vorne bleiben, muss er den Wittenwiler jetzt schon. Ich sage mal bitte, den Wittenwiler Roman gut platziert. Jetzt Schloss. Jetzt gestellt. Wow. Und Damian, ja, ist nicht zufrieden, so wie er rausgeht vom Platz. Und so damit geht er natürlich zu den Spitzen raus und wird nicht mehr um den Tagessieg können mitkämpfen. Da haben wir Kuster gut gegen den Buch. Kuster Thomas hat gewonnen, der Appenzeller Teilverbandskanzler gegen den Buch Dien. Es kommt ein weiterer Spitzengang, oder der Spitzengang, würde ich sagen. Nämlich der Orli Kamon mit dem Mannhard Jan. Mannhard Jan, Schwinger von der Melser. Schwingklub Mels. Orli bis jetzt souverän. 3 gewonnene Gänge und schon greift er wieder an. Im ersten Zug nimmt er den Arm und versucht ihn so zu übertreiben. Ja, jetzt. Wohl, mag vielleicht noch raus. Mag vielleicht raus. Jawohl, Kampfrichter ruft Halt. Und es geht wieder rein. Mannhard Jan ist vorne nie mit den Händen, wie man sieht. Da ist eher die Verteidigungsstellung und der Orlik natürlich auf. Ja, jetzt kann er übertreiben. Und eine 10 für den Orlik Kamon. Und der Mannhard Jan hat die Überlegenheit gesehen. Orlik Kamon souverän. Da damit der Leih an der Spitze mit 4 gewonnenen Gängen ist der einzige Schwinger, der jetzt nach 4 Gängen 4 gewonnen hat. Biesch, die sind auch vorne dran, der 20-75 Punkte. Biesch hat jetzt die Oberhand. Er, der vorher den Faust Schettel gewonnen hat, gewinnt auch der Burghalter. Der Sohn vom Burghalter Stefan, der ja zurückgetreten ist.
Wir kommen jetzt zu den Spitzengängen im fünften Durchgang. Es gibt ja einen ganzen 6 Durchgänge und jetzt geht es um die Entscheidung, wer denn da ganz vorne platziert ist. Jetzt, der Schettil Faust ist da jetzt grad, hat die Oberhand und hat den Burghalter Thomas am Boden und kann ihn jetzt am Boden überdrücken. Das heisst, der Faust Schettil hat jetzt 4 gewonnene Gänge und einen verlorenen. Er ist also toll in der Spitze vertreten. Dem läuft es gut heute. Der Rot Martin mit seinen 2 Gestellten und 2 gewonnenen Gängen tut sich ein bisschen schwerer mit dem Kurmann. Jetzt hat er einen guten Griff für den Brienzer zu leeren. Aber jawohl, jetzt hätte er können platt leeren. Das war eine Szene. Ein schöner Schwung. Ein Brienzer rückwärts, wenn er dem Schwung sagt. Und der Kurmann hätte den nicht parieren können. Also der Kurmann wird zurückfallen. Der Rot Martin wird einen Sprung nach vorne machen. Nächster Spitzengang. Und zwar haben wir jetzt den Koch Reto, den Appenzeller, in der dunklen Hose. Er schwingt gegen den Gantenbei Linard. Gantenbei tönt noch Grabs, aber er ist vom Heinzenberg, ein Bündner. Er ist ein Nichtkranzer, der Koch Reto ist ein Teilverbandskranzer. Also da sind Karten auch klar verteilt auf dem Papier. Er kontert jedes Mal den Gantenbei. Oh, jetzt ist nicht schön. Jetzt hat er ihn in den Gritteln, jetzt hat er ihn können übertragen. Ja, ob das eine Szene ist, fraglich. Vielleicht, der Platz ist, der Kampfrichter wird das jetzt sagen, eine Bank, wo 2 Kollegen sind und die Noten bestimmen. Aber der Gantenbei hat sich recht gut gewehrt. Er hat von mir aus gesehen 8,75 verdient. Ja, mir hat der Otamian schon besser gefallen, als er heute schwingt. Irgendwie. Aber ist ja erst anfangs von der Saison, ist noch im Formaufbau sehr wahrscheinlich. Aber er ist schon besser in Form gewesen, als er jetzt noch ist. Das kommt schon noch besser. Jetzt versucht er wieder den Müngermurks. Das ist eine Art Spezialität von ihm. Ja, ja, das ist genau der Schwung. Mit dem Bein hebt er ihn oben am, am Kopf, der kann gerne nicht mehr futen, so. Und hebt ihn, bis er ihn auszählt. Und jetzt hat er so können gewinnen. Müngermurks ist ein Schwung, den viele nicht so gerne sehen, aber der ist im Reglement hin. Ein akzeptierten, einen respektierten und einen, den man noch trainiert. Also der Damian Opp beherrscht den ganz gut und hätte Kolb Thyssen so können gewinnen. Jetzt wird es wieder lustig. Der Schneider Domenik war wieder am Brunnen gewesen. Und er schwingt jetzt gegen den Bündner Piège Christian. Piège Christian. Ein Teilverbandskanzler, wie ich schon gesagt habe, aus dem Sertigtal, Davos. Der hat einen ganz guten Tag besetzt. Der Biesch hat 3 gewonnen und 1 gestellt. Und der Schneider Domenik hat einen Viertelpunkt, nein, ist gleichpunktmäßig, 38,25 mit einem verlorenen Gang gegen den Orli Kamon im ersten Gang. Und nachher 3 gewonnene. Jetzt ist nebenzu der Brüder geht auch noch am Ringen auf dem Platz 3 mit dem Bertsch Fabian. Der Bertsch Fabian ist im 3. Rang, nein, auch im 2. Rang. Auch der könnte noch in den Schlussgang, wenn er den Schneider Mario würde gewinnen. Bertsch Fabian vom Els. Jetzt bin ich einer wie ein Blinklicht. Ich weiss nicht recht, wo schauen, links oder rechts. Und wieder züchten Biesch. Schneider kann kontern. Jetzt sind wir wieder beim Schneider Domenik. Ja, jetzt läuft gerade auf beiden Plätzen nicht so viel. Mal abwarten noch. 1 Minute ruft er noch. Nein, gestellt, gestellt. Biesch hat gestellt mit dem Schneider Domenik. Jetzt wird es interessant, wie es denn da um den Schlussgang geht. Jetzt, wenn da der Bertsch gewinnen würde, dann wäre der im Schlussgang mit dem Schneider Mario. Sie tun sich nicht fest wie im Moment. Wo wir keine zu viel. Respekt vor dem Gegner, Respekt vor dem Konter. Jetzt kommt der Mario wieder. Jetzt bringt er ihn in die Seite. Ja, jetzt drückt er ihn ab. Ja. Schneider Mario hat gewonnen. Wie sieht es da aus in Sachen Schlussgang, Teilnahme? Ja, der hat
38 Punkte. Ja, da wird noch interessant, wie da jetzt die Rangliste nach 5 Gängen aussieht. Also der Schneider Mario könnte ein Gegner sein im Schlussgang. Platz 1 schon noch ein interessanter Gang. Der Wittenwiller Roman gegen den Mannhard Jan, ein Einheimischer. Jetzt ist noch eine Minute angesagt. Jetzt zieht der Wittenwiller wieder außerhalb vom Platz. Ja, das ruft er sich. Nein, er lässt es machen. Au, gibt es. Hat er den Gang gegeben? Tatsächlich. Es war am Rand aus von mir aus gesehen. Der Filmemacher hat es besser gesehen, Hans-Jürg. Aber in dem Fall hat der Wittenwiller, der Favorit, den Gang für sich entschieden. Der Wittenwiller hat 37,75 Punkte. Ja, da wird ein bisschen zu wenig für den Schlussgang. Und jetzt kommen wir zum absoluten Spitzengang von der fünften Runde. Da ist der Orli Carmon, Kuster Thomas. Bündnerland gegen Appenzellerland. Kuster Thomas ist noch zu mir in die Schule, in die Berufsschule, als Zimmermann-Lehrling. Und schwingt jetzt schon einen Haufen Jahre. Und ist Teilverbandskanzler. Und der Orli Carmon ist natürlich klarer Favorit in dem Gang. Als mehrfacher Neidgenoss und auch mehrfacher Festsieger. Kuster Thomas hat, so wie ich mich informiert habe, noch kein Fest für sich können entscheiden. Aber hat schon gute Ränge gemacht. Orli züchtet wieder. Züchtet wieder. Züchtet wieder. Zücht und leert platt. Zehni. Ah, oh, das ist nicht lang gegangen. Ja, der Orli Carmon, der ist gut im Schuss. Schon anfangs von der Saison, der macht einen überzeugenden Eindruck heute. Jetzt hat er 5 gewonnene Gänge. 3 davon mit dem 10, 2 mit dem 9,75. Also der ist ganz sicher im Schlussgang. Jetzt bin ich gespannt, wer denn da der Bestklassierte ist oder wer die Einteilung denn in Schlussgang tut. Und jetzt ist die Situation so, dass der Orli Carmon noch so einen grossen Vorsprung hat. Von 1,5 Punkten mehr, dass er muss ausschwingen lassen. Das heisst, der Schlussganggegner vom Orli Carmon wird jetzt im 6. Gang gesucht und einer davon ist hier jetzt der Koch, der Appenzeller Ritter, der 48 Punkte hat, also 1,5 Punkte hinter dem Orli Carmon liegt. Und wenn er hier eine 10 macht, dann ist er sicher im Schlussgang. Aber er muss eine 10 machen, weil hinten dran ist noch ein Schneider Mario mit 47,75 Punkten, wo, wenn er jetzt nur 9,75 macht, eben aufschliessen könnte. Und dann müsste der Schlussganggegner gesucht werden. Jetzt kommt aber gerade ein Konter von seinem Gegner. Lenner Cedric von St. Gallen. Der Lenner Cedric ist noch relativ ein junger Schwinger, ein Randschwinger. Und der Koch Reto ist ein Teilverbandsranzer. Also, die Ausgangslage ist klar für den Koch. Wenn er gewinnt, dann ist er im Schlussgang. Muss er einen 7. Gang machen gegen den Orli Carmon. Der kann jetzt noch ausruhen, weil er eben 1,5 Punkte Vorsprung hat. Also, sie greifen wieder frisch. Jetzt hat er so gerne noch. Ja, da wird noch lustig. Wie es da eingeteilt wird. Jetzt hat der Koch Reto gestellt. Also er wird jetzt sicher hinterher fallen. Jetzt kommt gerade der Nächste dran, der Schneider Mario. Der Schneider Mario liegt im 3. Rang mit 47,75 Punkten. Oh, jetzt also der Mario jetzt 10 macht, dann ist er sicher im Schlussgang. Aber eben, muss alle immer zuerst gefunden gewesen werden, das haben wir gerade vorher gesehen. Auf jeden Fall ist der Koch Reto jetzt sicher nicht im Schlussgang. Schneider Mario hat es mit dem Walser Simon zu tun. Walser Simon in jungen Melser, ja, der macht es. Jetzt ist es Haus, der Mario wird im Schlussgang stehen. Mit dem Orli Carmon. Hat aber einen riesen Rückstand.
Ich kann fast sagen, der Oli kam und hat den Festzeit schon fast auf sicher. So, Franco, was würdest du jetzt um Schittil noch sagen? Was sollte er jetzt noch machen, da die letzten 2-3 Minuten? Ja, nochmal recht sicher. Alle Energie einsetzen. Also, hat er sich gehört? Wir schauen, ob er da noch über den Fuß noch hat. Sind es gleich 6 Gänge, die sind? Schwingtraining ist sehr. Jawohl! Jetzt? Nein, er kommt davor. Nein! Wenn er an den Arm gegeben. Wenn er an den Arm gegeben. Ah, jetzt ist er fort. Jetzt ist er fort. Hoi, hoi, hoi. Das Mal am Boden auch noch. Ich bin mir gerne gewöhnt vom Schettel, dass er noch derige Sachen am Boden macht. Gestellt. Schade, jetzt geht er noch etwas hinter in der Rangliste. Hat einen guten Tag gehabt. 4 gewonnen, einen verlorenen und einen gestellten. Ist gut. Mal schauen, ob er da die Saison einziehen kann und vielleicht einmal einen Teilverbandskranz machen könnte. Sei das ein Menno-S, wären wir zu gewonnen, ist schon eine Weile dran. Aber hat einfach noch nie ganz gelangt. Und zu ausmössern ist Schwegalp oben einmal noch. Sofern er den überhaupt gehen kann. Einen Teilverbandskranz machen. Jetzt warten wir noch auf den Schlussgang und sind gespannt, wie sich der Oleg Amon, der bereits als Sieger feststeht, dem verabschiedet von dem Fest in Trüebach, im Rinntal-Oberländischen Verband Schwingertag. Wir kommen jetzt zum Schlussgang vom Rinntal-Oberländischen Verband Schwingfest in Trüebach. Bei abwechselnd vor allem Wüstenwetter, es war vor allem kalt gewesen. Aber zwischendrin haben wir gleich ein bisschen Sonne gehabt. Hervorragend organisiert vom Verein. Hat etwa 1800 Zuschauer gehabt, die bei dem nasskalten Wetter gleich da waren. Und in dem Schlussgang stehen der Orli Kamon und der Schneider Mario. Orli Kamon, Eidgenosse aus dem Bündnerland, Schneider Mario. Letztjähriger Schlussganggegner vom Schneider Domenik, seinem Bruder, aus dem Thurgi. Er ist ein Teilverbandskanzler. Es war die folgende Konstellation, da muss ich vielleicht noch schnell ein bisschen erklären und ist noch schwierig für mich selber und aber auch für die, die nicht so viel vom Schwingen verstehen. Ist folgende Ausgangslage. Nach 5 Gängen hat der Orli Kamon 1,5 Punkte Vorsprung vor dem nächsten. Da war 2 Gründe. In erster Linie, weil der Amon Orli sehr gut hervorragend geschwungen hat. Und in zweiter Linie, weil die anderen eben hindurch gestellt und verloren haben und so nicht haben können mithalten mit dem Orli Amon. Es ist jetzt so, die Einteilung hat sich so entschieden, dass sie ausschwingen lassen, damit der Zweite, der im zweiten Rang ist, wenn der noch gewonnen hat im 6. Gang, hätte eben können den Schlussgang erreichen und den Tagessieg dann gleich noch können erreichen. Und jetzt hat er es eben aber gestellt und jetzt ist der Schneider Mario in Schlussgang gekommen. Er war auf dem 3. Platz nach 5 Gängen. Er hat seinen Gang gewonnen, aber er hat jetzt keine Chance mehr, den Gang zu gewinnen. Also der Orli kam und steht bereits vor dem Schlussgang fest als Festsieger. Und im das Notenblatt von denen sieht das so aus, das kann ich euch noch schnell sagen. Ich habe es gesehen, sie haben zusammengegriffen, der Filmer ist dran, das ist in Ordnung. Ich habe ja gleich, das geht ja gerne nicht lang. Ist das ein Kurz? Ja. So ein Kurzzug mit Ablehren nachher und jetzt hat der Mario natürlich in einer Situation, wo der Amon, so wie er heute geschwungen hat, sicher nicht mehr laufen lässt. Er hat nämlich den Schneider Domenik schon so in dieser Situation können den Boden übertrüllen im ersten Gang. Und da lässt er fast sicher nicht mehr laufen. Er hat hier noch alle Zeit. Der Schlussgang dauert ja noch lange, ist erst gerade angegangen. Aber der Amon weiss natürlich auch, dass die beiden Schneider gute Brücken haben. Aber jetzt
nach kurzer Gang durch. Absolut verdienter und überragender Sieger. In einer tollen Form hat er sich präsentiert. Amon Orlik, Sieger vom Rintal-Oberländischen Verbandsschwingfest hier in Trüebach. Er hat im ersten Gang den Schneider Dominik gewonnen, habe ich bereits gesagt. Dann hat er im zweiten Gang den Koch Reter gewonnen. Dann hat er den Kolb Dies gewonnen, sind beides Teilverbandskanzler. Dann hat er den einheimischen Mann Artian genommen. Und im fünften Gang den Kuster Thomas, Teilverbandskanzler aus dem Appenzell. Und jetzt eben noch den Schneider Mario. Er hat überzeugt den heutigen Tag. Und ich bin gespannt, wie es in seiner Saison, wo er sicher auch einen klaren Aufbau hat, wie es hier weitergeht. Und freue mich auf die nächsten Einsätze vom Orlik Amon.